My name is Matt Ibbotson from Charlotte, North Carolina. I'm 45 years old. Unsere Fangemeinde, die wächst. Nun ist auch Matt aus den USA ein Blau-Weißer. Die ganze Story von Matt aus North Carolina, die seht ihr gleich bei uns in der Sendung. Außerdem das Bauchgefühl unseres Ex-Spielers Pitt Grundmann und jede Menge Fakten zum Thema Magdeburg International 50 Jahre Europapokal. Pünktlich zum Kracher gegen Hertha BSC. Herzlich willkommen bei Matchday. Ja, an das tolle Kampfspiel beim FC St. Pauli samt Wahnsinns-Support von den Rängen machen wir einen Haken, denn der nächste Kracher, der steht schon bevor. Sie waren zwar nur zweimal deutscher Meister, 1930 und 1931, nie DFB-Pokalsieger, nie Europapokalsieger, aber trotzdem jahrelang ein Schwergewicht des deutschen Fußballs. 40 Jahre erste Bundesliga, Platz 12 der ewigen Rangliste. Aber letzte Saison ist dieses Schwergewicht untergegangen und bei uns nun in Liga 2 wieder aufgetaucht. Hertha BSC mit Trainer Paul Dardai spielt das erste Mal bei uns um Punkte. Die Formkurven, die aktuelle Tabellensituation, das alles kennt ihr. Und was ihr jetzt hört, das ist die aktuelle Stimmung, mit der unsere blau-weißen Spieler und unser Verein die Gegner, die Hertha, begrüßen. Ich glaube, dass man trotzdem nicht Hertha kleinreden sollte, obwohl sie jetzt nicht so gut gestartet sind. Ich meine, die haben jetzt das letzte Spiel 5-0 gewonnen. Ich glaube, die kommen auch mit einem Selbstvertrauen hierher, wollen natürlich auch die Punkte mitnehmen. Aber ich glaube, wir haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und da wird die Mannschaft sehr gut vorbereitet sein und alles dafür tun, dass sie 3 Punkte in Magdeburg bleiben. Wir sollten uns auf unsere Leistung konzentrieren. Ich glaube, wichtig ist, was wir auf den Platz bringen. Da ist es auch dann egal, wie der Gegner heißt. Ich glaube, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wird es für jeden Gegner schwer, auch für die Hertha. Ja, unser Heimspiel steht ganz im Sinne von Wolfgang Paul Seguin, der unser Spieltagspate sein wird. Ganz im Sinne, wie wir es ja zu Beginn der Saison auch angekündigt haben, unserer Europapokalhelden der Saison 73-74. Und entsprechend wird es ganz im Sinne dann eben von Paul Seguin diesmal sein. Zudem erwarten wir volles Haus. Es ist ja das erste Pflichtspiel gegen die erste Mannschaft von Hertha BSC. Und das Spiel ist ausverkauft. Mehr als 26.000 Zuschauer werden hier vor Ort sein. Ein paar weniger als beim ersten Heimspiel aufgrund der Pufferblock-Situation. Aber trotzdem volles Haus. Das ist natürlich positiv. Präsentiert wird der Spieltag diesmal von der Wobau. Und ansonsten, ja, was es natürlich immer zu wissen gilt an so einem Spieltag, ist es sehr, sehr wichtig, dass aufgrund dessen, dass so viele Zuschauer da sind, dass natürlich möglichst viele möglichst früh anreisen, bestenfalls auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Ticket gilt auch als Fahrausweis innerhalb von Magdeburg. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Und ja, wir freuen uns natürlich auf eine tolle Kulisse. Wir freuen uns auf ein hoffentlich erfolgreiches Spiel für uns und ja, auf einfach einen schönen Fußballtag natürlich. 4-mal spielte der FCM gegen die große Hertha in 4 Freundschaftsspielen. 1997 gab es ein 1-7, 2002 ein 0-4. Das war übrigens das erste Spiel, wo der gerade frisch gewählte Fanrat um Thomas Hennigs, Jens Janek, Appel Graf und Co. aktiv war. Die Hertha reiste an, um dem FCM finanziell zu helfen. Es war die Zeit der Insolvenzwirren. 2004 gewann der FCM gegen die Herthaner 3-1. Da waren Nombasi, Banser und Kühne unsere Torschützen. Und 2008 gab es ein 2-4. In einem der Spiele war der heute 44-jährige Pitt Grundmann dabei. Ansonsten ging es immer um Punkte gegen die Hertha Amateure. Bei denen kannte sich Pitti aber genauso gut aus wie bei unserem Club. Wir treffen Pitt Grundmann in Babelsberg. Hier im Karl-Liebknecht-Stadion begann seine Karriere, vom Nachwuchs bis rein in den Männerbereich. Und meine erste Begegnung mit Magdeburg war 99. Haben wir relativ unglücklich hier zu Hause verloren, vor vielen Zuschauern. Mein damaliger Gegenspieler war Ofo Diele. Und ja, er war damals schon sehr schnell. Von hier wechselte er zu den Amateuren von Hertha BSC. Trainer Falco Götz hatte ihn in der Winterpause nach Berlin geholt.
habe gleich auch nochmal gegen Club gespielt. Genau, das war auch eine ganz witzige Geschichte. Wir haben eigentlich dort gewonnen gegen den Club zu Hause, ich glaube 2-1. Im Nachgang wurde das Spiel jedoch gegen uns gewertet, weil, ich weiß gar nicht wer, Toni Sané hatte damals bei uns mitgespielt, ein Profi, und der hätte nicht spielen dürfen, und somit wurde am grünen Tisch dann das Spiel gegen uns gewertet. Wir sind bei Grundmanns zu Hause. Hier hat er noch ein paar Erinnerungen an damals aufbewahrt, an Hertha, wo er unter Profibedingungen trainieren und auch die Bundesliga-Stars hautnah erleben durfte. Wir hatten einen engen Austausch mit denen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, selber auch mal auf so einer Profi-Tingeltour mit gewesen zu sein nach der Saison, wo man dann mit Michael Preetz und Co. einfach dort im Bus gesessen hat und die Spiele bestritten hat. Und das war schon eine schöne Zeit damals. Und dann war da noch die Geschichte um dieses Plakat. Eine Bank hat damals eine Werbekampagne mit Hertha BSC zusammen umsetzen wollen. Und man hat dafür Testimonials gesucht, und somit kamen die zu uns in die Mannschaft, und jeder Spieler wurde dann fotografiert, und letztlich hat man mich dann ausgewählt, und ein paar Wochen später hing mein Bild in allen Bushaltestellen in Berlin, und das war schon ganz nett. Dann lief der Vertrag bei Hertha aus, Zeit für einen nächsten Wechsel. Hab mich dann beim 1. FC Magdeburg einfach vorgestellt, hab beim Dirk Heine ein Probetraining gemacht, und das hat relativ schnell auch gefunkt zwischen uns. Der Start in Magdeburg 2003-2004 verlief grandios. Platz 3 in der Oberliga Süd, 7 Tore als Abwehrmann und viel Anerkennung. Die erste Saison war wirklich was Besonderes. So viele Tore in einer Saison hatte ich auch noch nie geschossen, die meisten mit dem Kopf. Und meine Mitspieler haben mir dann auch den lustigen Namen Vogelmann gegeben. Zum einen, weil meine Lockenpracht dort etwas... etwas mehr war, und weil ich meinen Kopf dort oft rangehalten habe und der Ball dann im Netz war. Und das war eine tolle Saison, und am Ende der Saison dann auch ausgezeichnet zu werden als Spieler der Saison. Ich glaube, das war die Auszeichnung, gab es sogar beim Freundschaftsspiel gegen Hertha BSC, als wir dann auch gewonnen haben im Ernst-Grube-Stadion noch. Das war schon was Besonderes. Das Spiel gegen die Hertha natürlich sowieso unvergessen. Vor dem Spiel haben wir da auch rumgegeigt, mit Andy Thom erinnere ich mich noch gut dran. Als wir dann das Spiel gewonnen haben, waren die am Ende nicht mehr so gut drauf gewesen und waren schon ein bisschen angefressen, weil gegen so eine Viertligamannschaft dann einfach so zu verlieren 3-1, mag so ein Bundesligist auch nicht. Pit Grundmann war übrigens nicht allein rübergewechselt von Berlin nach Magdeburg. Ja, wir hatten in der Tat immer eine Reihe von jungen Mädels, die bei uns beim Training zugeguckt haben. Und die wollten dann Fotos machen, und die waren wirklich bei jedem Training da. Das war echt schön. Und eine junge Dame hat mich dann auch nach Magdeburg begleitet. Das heißt, die stand dann irgendwann in Magdeburg mal am Zaun und hat dann auch die Spiele verfolgt. Und irgendwann habe ich dann mitbekommen, dass sie in Magdeburg einen jungen Mann kennengelernt hat, in den sie sich verliebt hat. Und die haben dann ein paar Jahre später geheiratet, und die lebt mittlerweile auch in Magdeburg. Und von daher ist es eine schöne Love-Story, wie ich finde. Pitti, wie sie ihn in Magdeburg nennen, fällt beim Blättern noch eine Anekdote ein. Er hatte bei einem Spiel in Wuppertal beim Einwechseln seinen Ehering beim Zeugwart abgegeben, doch nach dem Spiel war der Ring weg, verschwunden. Die ganze Truppe nach dem Spiel auf dem Feld den Ring suchen gewesen. Und Björn Lindemann hat den Ring wiedergefunden. Und seitdem ist Björn Lindemann der Herr der Ringe. Ja. Verletzungsbedingt endete 2008 die Karriere von Pitti. Dieses Foto von seinem unbändigen Jubel nach einem Tor hing noch lange im Kabinentrakt. Pit Grundmann arbeitet heute als Geschäftsführer eines Verlages am Hackeschen Markt in Berlin. Ein junges Unternehmen, habe das letztlich mit aufgebaut, und jetzt dann seit 10 Jahren als Geschäftsführer darf ich das Unternehmen dort führen. Sind 30 Mitarbeiter und publizieren halt zu ganz verschiedenen Themen Beilagen in großen deutschen Tageszeitungen. FAZ, Handelsblatt, Spiegel, Stern, dort liegen unsere Beilagen bei. Jetzt spielt die erste Mannschaft von Hertha zum ersten Mal in Magdeburg um Punkte. Sein Tipp ist klar. Mein Herz schlägt natürlich schon ein bisschen mehr für die Blau-Weißen, ne? Oder nicht nur ein bisschen, sondern ich habe die schönste Zeit meiner Karriere in Magdeburg gehabt, und von daher schlägt es schon Blau-Weiß.
Und von daher hoffe ich natürlich auch, dass der Club dort gewinnen wird. Die Jungs, die können auch Fußball spielen in Berlin und von daher sollte man die jetzt nicht abschreiben oder unterschätzen. Von daher hoffe ich auf ein 2-1. Wenn Pitti heute von seinem Wohnort Potsdam zu den Spielen nach Magdeburg fährt, freut er sich auf Zeugwart Heiko Horner, darauf kurz nochmal Kabinenluft einatmen zu dürfen. Sitzen wir dann im Prinzip auch im Stadion mit den alten Recken, ob das der lange Stahmann ist oder ob das Paul Seguin ist. Und sich die Kommentare dort zum Spiel anzuhören, macht natürlich dann auch immer viel, viel Spaß. Pit Grundmann im FCM-Trikot. Das gibt es wieder am 9. September um 13 Uhr in Gerwisch. Blau-Weiß-Gerwisch feiert sein 100-jähriges Bestehen und das mit einem Spiel gegen die Traditionsmannschaft. Und wir hoffen auf rege Beteiligung bei diesem Benefizspiel für krebskranke Kinder. Schon seit Jahren eine Herzenssache für die Truppe um Teammanager Jürgen Brennecke. Und abends ist dann Party angesagt mit der Magdeburger Gruppe Tänzchentee. Derzeit gibt es insgesamt 5 registrierte Fanclubs des FCM außerhalb von Deutschland. In Vietnam, Japan, Dubai, Österreich und auch einen Gruß an die blau-weißen Paprikas in Ungarn. Möglicherweise kommt bald Nummer 6 in Frankreich dazu und vielleicht gründet sich ja auch mal einer in den USA. Wir haben jedenfalls im Stadion schon mal einen Fan von der anderen Seite des großen Teiches gesichtet. My name is Matt Ibbotson from Charlotte, North Carolina. I'm 45 years old. Ein Gast aus den USA, gut gelaunt mitten in der Magdeburger Fangemeinde. Die Sprache ist der größte Unterschied. In Charlotte lieben wir American Football. Hier ist es Soccer. Mein Sohn spielt Fußball und ich spiele American Football. Ich mag die Kansas City Chiefs. Klar liebt er seine Kansas City Chiefs um Superstar Patrick Mahomes. Die wurden ja auch Anfang des Jahres Super Bowl-Sieger. Aber Sohn Magnus und sein deutscher Verwandter Alex haben in ihm sowas wie Leidenschaft für den FCM geweckt. Fußballbegeisterung dank Familie. Matt ist der Mann meiner Cousine, ganz einfach gesagt. Sein letzter Besuch vor einem Jahr, er war unvergesslich für den Mann aus Charlotte. Los ging es Richtung Arena mit diesem historischen und inzwischen legendären Robur. Wir fahren immer durch die Stadt, hupen und jeder winkt und ruft Hey. Ich mag es, wie jeder hier die Lieder singt und das Team liebt. Etwas habe ich sogar schon gelernt. Einmal blau-weiß, immer blau-weiß. Und Matt kann bei Bier und Bratwurst schon prima mitreden, auch bei der Frage nach seinen Topspielern im Team. Luca Schuler ist ein sehr guter Stürmer. Und Atik auch. Bei so viel Kenntnis und Kontakten sollte Matt doch prädestiniert sein, den ersten blau-weißen Fanclub auf der anderen Seite des großen Teiches zu gründen, könnte man meinen. Aber schwierig zu sagen, also das kann ich nicht regeln von hier aus, also das müsste dann Matt regeln, ja. Nun erstmal nehmen die Jungs von Block 8 ihnen ihren Fanclub auf. Hiermit ist es amtlich, neues Mitglied, Matt Ibbotson aus Charlotte, North Carolina. Und der ist ziemlich glücklich. Das hier sind alles schon meine Freunde. Unser nächster Gegner, Hertha BSC, spielte auch mal international, zuletzt im Jahr 2000 in der Champions League. Als SC-Aufbau Magdeburg startete unsere Europacup-Historie im Jahr 1964, und zwar Anfang September, mit den Duellen gegen Galatasaray Istanbul. Zweimal hieß es 1:1, dann gab es ein Entscheidungsspiel, das nach einem 1:1 erst per Los ein Ende fand. Eine verrückte Zeit, bei der Spieler sogar umfunktioniert wurden als Zeitungsreporter. So geschehen bei der ersten Europacup-Auswärtsreise einer Magdeburger Mannschaft. NATO-Land, Türkei, Warschauer Pakt, DDR, 1. FC Magdeburg. Und es gab natürlich sofort diplomatische Aktivitäten. Und was so unwahrscheinlich heute klingt, vielleicht in den Ohren vieler, wir mussten tatsächlich in einen Bus durch die Grenze in Berlin zur türkischen Botschaft, um uns die Pässe zu holen und die Einreise in das NATO-Land Türkei zu bekommen, damit man zu dem Spiel gegen Istanbul antreten konnte. War ein ganz enger Kaderstamm und natürlich keine Journalisten, die schon gar nicht. Und das führte dann dazu, dass die Volksstimme bei mir anrief, der Sportredakteur damals,
und sagte, Menschenskinder, du sitzt ja bei diesem Spiel auf der Tribüne. Es war damals so, wenn man nicht nominiert war, dann musste man auf der Tribüne Platz nehmen, weil die 11 Spieler mussten durchspielen. Und Wolfgang Blochitz war nominiert. Also habe ich dann das Angebot der Volksstimme angenommen und mich auf die Tribüne gesetzt und für die Volksstimme den Artikel über das Spiel geschrieben. Das Spiel kann ich fast heute in dem Abstand noch, in den wesentlichsten Zügen ist das noch vor mir, weil es auch das erste Europacup-Spiel war und dann in einer solchen Umfeld, wie das in Istanbul der Fall war. Das Einzige, was nicht funktionierte gegenüber der heutigen der Medienlandschaft, etwa gleich irgendwie zu berichten oder irgendwas durchzugeben, das war natürlich alles Utopie. Die Leser, die geneigten Leser früher, die erfuhren von dem Spiel einen Tag später oder zwei Tage später in der Zeitung. Er konnte da nichts veröffentlicht werden. Das heißt, den Artikel habe ich erst fertig geschrieben hier in Magdeburg und dann mit der Volksstimme dann übergeben und dann am anderen Tag stand er dann in der Zeitung. Das ist ja auch ein Foto, das ich gemacht habe. Und da ist hier Rainer Wiedemann, Günter Kubisch, Heinz Eckert und Antti Kümmel, unser Trainer. Und auf meinem Originalfoto, das ist dieses Foto in der Volksstimme, auf meinem Originalfoto hat Heinz Eckert, unser Arzt, eine Zigarette im Mund und direkt unter dem Schild oben No Smoking. Und ich hatte da gar nicht drauf geachtet und als ich dann in der Volksstimme damit war, haben wir gesagt, nee, wir können unseren Arzt doch nicht hier vor der Öffentlichkeit so bloßstellen. Und dann wurde die Zigarette rausretuschiert. Es war auch ein Erlebnis pur, diese erste Runde im Europacup. Und wir spielten 1-1 in einem großartigen Spiel in Magdeburg. Die Türken waren damals eigentlich in Europa eine angesehene Mannschaft. Und dann gab schon keiner mehr einen Pfifferling auf uns. Aber wir spielten 1-1 in diesem Hexenkessel in Istanbul. Und dann gab es damals noch kein Elfmeterschießen und Verlängerung, sondern ein drittes Spiel musste her. Das war das Entscheidungsspiel. Das fand dann in Wien statt und wieder 1-1 mit dem Ende und wieder nicht wie heute üblich ein Elfmeterschießen, sondern sage und schreibe Losentscheid. Und auch diesen Losentscheid werden wir alle, die dabei waren, nie vergessen. Weil es war natürlich kein DDR-Bürger oder Magdeburger Fan, wie heute so viele unterwegs sind im Stadion. Da waren nur türkische Fans, war ja klar. Und der Schiedsrichter hatte die Münze in die Luft geworfen, nachdem er vorher erklärt hatte, wer Kopf oder Zahl hatte. Und die Münze flog und die landete auf dem Boden und sofort lagen da mehrere Türken rundherum drauf und sprangen mit der Münze jubelnd nach oben und rannten schon die Ehrenrunde, bevor irgendein anderer was machen konnte. Und der Schiedsrichter hat das hingenommen. In meinen Augen unmöglich, aber ich glaube, der wäre da nicht lebend aus dem Stadion rausgekommen, wenn er das zurückgenommen hätte. Aber diesen Losentscheid vergesse ich auch nie. Zum Thema Magdeburg International 50 Jahre Europapokal gibt es jede Menge Infos und Veranstaltungstipps auf der Website und in der App des FCN. Los geht's am 5. September mit der Lesung Anne Hahn träumt Christian Beck um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek und am 14. September im Oli in der Olfenstädter Straße mit einem Film über Diego Armando Maradona. Der spielte bekanntlich auch mal hier in Magdeburg, nämlich mit dem FC Barcelona. Diego Maradona, Rebell, Held, Gott, heißt es ab 19 Uhr. Ihr seht also, es ist einiges los und es gibt genug Gesprächsstoff auf dem Weg ins Stadion. Los geht's am Samstag 13 Uhr, der erste FC Magdeburg gegen den Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Das war's von Matchday. Schreibt uns eure Tipps und Meinungen gern in die Kommentare und damit bis zum nächsten Mal. Ich bin seit über 30 Jahren Fan der Größten der Welt und kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie es war, als kleines Kind in unserem alten Ernst-Grube-Stadion die kaputten, schiefen, krummen Betonstufen hochzulaufen und dann das große Grün unter dem Flutlicht zu entdecken. Damals war die Stimmung schon so riesig und hat mich gepackt, sodass ich meine erste große Liebe gefunden habe, als noch der Zaungott Olli den Fans eingepeitscht hat. Heute ist unser Stadion zwar nicht mehr so groß, aber die Stimmung dafür noch größer. Damals haben wir gegen die Amateure aus Berlin gespielt und heute schlagen wir die alte Dame Hertha. In diesem Sinne, die Wobau drückt alle Daumen.